Für viele ist es der Einstieg in die motorisierte Mobilität, das Moped. Leider handelt es sich bei dem Gefährt auch um eines der gefährlichsten Verkehrsmittel auf Österreichs Straßen. Allein im Jahr 2011 verletzten sich über 380 Personen beim Mopedfahren. 73% davon waren Jugendliche. Genau diese Zielgruppe soll nun die landesweite Kampagne Grips statt Gas ansprechen. Ja, sie besteht einmal aus einer breit angelegten Plakatkampagne. Zu viel Gas beißt jung ins Gras, auch wieder aufmerksamkeitserregend ist. Ich glaube, man muss hier auch mit drastischen Bildern und plakativen Sprüchen arbeiten. Wir haben eine gute Zusammenarbeit mit den Facebook-Identitäten Hartmut und Respekta, das gerade von jungen Leuten gut beansprucht wird. Es gibt einen Videobewerb Moped Grips, es gibt verstärkte Moped-Kontrollen. Daneben werden gratis Fahrsicherheitstrainings für Jugendliche angeboten. Wohl eine der wichtigsten Maßnahmen, um das erklärte Ziel zu erreichen. 20% weniger Moped-Unfälle. Man sollte jetzt nicht ganz langsam drüber fahren bei der Wippen, sondern einfach, genau, dass man halt schön über den Schwerpunkt dann drüber kommt und das ja nicht zum Stehen kommt. Kontrolliert, entschlossen, ja, fahren wir drüber, Lenker gerade, Moped gerade, Augen noch vor. Bei den jungen Mopedfahrern scheitert es meist am ungeübten Umgang mit dem Gefährt und ihrer häufigen Selbstüberschätzung. Verschiedene Übungen sollen diesem Missstand ein Ende setzen. Handling-Übungen, also auch von Praxiselementen, die richtige Schutzausrüstung, richtige Einstellung, Fahrzeugcheck, Fahrzeug in Betriebnahme, stehen bleiben, bremsen, das ist das Um und Auf, auch im niedrigen, im langsamen Geschwindigkeitsbereich. Fragt sich nur noch, ob die Jugendlichen etwas aus dem Training mitnehmen konnten. Es ist voll lustig und man hat voll viel dazu gelernt und ja, es ist echt voll klasse. Ja, also wir haben sehr viel gelernt über das Mopedfahren, wie man sich auf der Straße verhalten soll. Es ist schon gefährlich, wenn man sich zu viel zutraut und nicht gescheit fährt, also weil man nicht mit Hirn fährt.